Ihr habt Lust auf Physik, aber ein Studium an der Uni macht euch Angst? Keine Sorge, wir Physiker halten zusammen und lösen Probleme jeder Art. Ihr solltet natürlich Interesse und Neugier an naturwissenschaftlichen Fragestellungen mitbringen und auch keine Scheu vor mathematischen Methoden haben. Also Mathe sollte in der Schule nicht unbedingt euer Hassfach gewesen sein. Durch die vielen Vorlesungen, die man hat, bekommt man einen tiefen Einblick in das Fach an sich. Das Ganze sowohl theoretisch als auch experimentell. Und zu den Fächern gehören beispielsweise die Astrophysik, die Optik und die Photonik oder auch die Energieforschung. Kompetenzen, die man im Physikstudium lernt, wie analytisches Denken und problemorientiertes Arbeiten, sind Kompetenzen, die in vielen Berufsfeldern gefragt sind. Dazu zählt die Forschung, daneben aber auch die Industrie, die Unternehmensberatung oder zum Beispiel auch die Patentanwaltschaft. Und die meisten Berufe sind natürlich auch richtig gut bezahlt. Es geht im Studium viel um Zahlen und Formeln, aber ihr bekommt auch einen richtig tiefen Einblick in die Materie. Auf den ersten Blick sieht es alles vielleicht ein bisschen abstrakt aus, aber ihr seid wirklich auch immer richtig nah dran an gesellschaftlich relevanten Themen. Physik zu studieren bedeutet nicht nur Laserexperimente durchzuführen, sondern auch die grundlegenden Prozesse des Klimawandels zu verstehen und damit etwas über Nachhaltigkeit zu lernen. Wir haben in Würzburg sogar ein Exzellenzcluster, ein Förderprogramm für exzellente Forschung. Und hier drüben haben wir die Büste von unserem Lieblingsinfluencer. Und das ist einer von 6 Nobelpreisträgern, den unsere Fakultät für Physik hervorgebracht hat. Richtig cooler Typ, der Röntgen.